Ja, wenn es darum geht, aus Situationen, in denen wir jetzt erfasst sind, herauszutreten, zum Beispiel in der Spannung, die zwischen zwei Menschen oder in der Gruppe entstanden ist, dann sind wir meistens bisher in der Haltung, dass wir da im Außen irgendwas verändern müssen. Vielleicht auch mit unseren alten Strukturen, unseren alten Verletzungen, ja. Also in so einer Situation habe ich gar keinen Bock zu sein, ich gehe jetzt, ja. Oder ihr müsst doch endlich mal kapieren, so geht es nicht, ja. Oder ich weiß gar nicht, was mit euch los ist. Warum habt ihr denn so eine Spannung? Bleibt doch mal entspannt. Tausend Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt, gehe ich auf die Einladung, die im Raum ist, ein? Oder bin ich ganz unbewusst der Teil, der die Spannung mit erschafft oder mitträgt? Und wie kann ich da raustreten? Erstes Mal brauchen wir gar nichts sagen, weil wir sind selbst noch in derselben Situation wie die anderen. Und auf der Kopfebene können wir erzählen, was wir wollen. Wir können ganz ruhig sagen, bleib doch mal bitte entspannt. Trotzdem sind wir voller Spannung. In der Schule, wenn ein Lehrer, die Lehrerin sagt, sind alle Schüler im Misstrauen in dem Moment. Auch wenn es keiner weiß, keiner wirklich bewusst wahrnimmt, aber alle sind in Spannung, weil die spüren, da vorne wird was gesagt, was selbst nicht eingelöst wird. Also das Wichtigste, erstmal könnte es sein, wenn zum Beispiel Spannung im Raum ist, dass ich aus dem Ich-Kokon herausgehe, oh, ich bin ja voll in Spannung hier, da kann ja nichts auf die Reihe kriegen hier, weit machen. Da ist Spannung. Das ist die maximale Veränderung, die wir anbieten können. Und von vorne sei noch ein bisschen rausschwingen, in uns landen. Wir brauchen nichts sagen. Wir sind derjenige, diejenige, die den Raum aufmacht und auf die Erkenntnisebene geht, aber auch in die Beziehung. Ja, wir sind hier in Spannung. Und es wirkt. Wenn wir die Wahrnehmung dafür schulen, was dann geschieht, können wir sehen, dass in dem Moment jemand kratzt, einer sein Handy zumacht oder der andere sich vom Tisch wegstößt. Auf einmal ist eine Bewegung im Raum. Gell? Und es kann sein, können wir auch erleben, dass ein anderer genau das sagt. Ja, wir sind ja auch alle völlig in Spannung. Ich glaube, wir sollten eine Pause machen. Und diese Situation einfach dafür einzutreten, indem er in diese Haltung geht, das ist eine Sache, wo wir in den allermeisten Fällen wieder nicht über das Potenzial unserer Haltung Bescheid wissen, es auch nicht beobachten können. Wenn wir das aber beobachten und auch kennenlernen, ja, so wie jemand mich hier fest anfasst und ich bin dagegen und entspanne mich einfach, ohne was zu sagen, der entspannt die Hand auch. Dass wir so sehr wirken durch unsere Präsenz, brauchen wir oft nichts sagen. Gab es einen Jungen, ich arbeite in der Schulsozialarbeit und er kam zu mir. Solche Haare, rosarot, Irokesenhaare, gell? Schwarze Klamotten, Leder, überall solche lange Stacheln, gell? Und setzt sich mir gegenüber hin. Kann ich wieder gehen? Und er sagt es so, als wenn damit das Wichtigste der Welt gesagt wäre, gell? So. Und ich schaue den Jungen an. Wie ich es durch sie lernen musste, gell? Um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und sehe ihn praktisch weit in dem sozialen Mobiliar. So viele Menschen. Und ich weiß, was da alles passiert ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, er ist in einer Ordnung.
Da sind viele Sachen passiert und er ist in der Ordnung, wenn ich so schaue. Und es ist kein Spiel. Ich weiß, diese ganzen heftigen Jungs sind in der Ordnung, wenn ich so schaue. Und ich sage zu dem, also wenn ich dich so anschaue, merke ich, du bist völlig okay, Mann. Er guckt mich an, irgendwie so verunsichert, so irgendwie wahrscheinlich, was will der von mir? Irgendwas ist doch komisch da. Und ich sage zu ihm, ich meine das wirklich so. Ich sehe, du bist völlig okay, oder siehst du das anders? Er wieder. Und dann sagt er, nö, ich finde mich eigentlich völlig okay. Genau. Und ich sage zu ihm, ich sehe das auch so. Ich sehe dich so. Hast du eine Idee, warum du, wo du doch völlig okay bist, laufen mit beiden Beinen in irgendeinem Scheißhaufen steckst und dich alle anmachen deswegen, ständig? Er wieder, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Viele Jahre später, ein Mann, mit dem ich trainiert habe zusammen, kam er zum Arbeitsamt und ist diesem Mann begegnet. Ging um eine Arbeitsstelle. Und er sagt, beim Rausgehen, das war nur eine kurze Begegnung, Sie erinnern mich an jemanden. Und Gregor hieß der Mann, sagt, ja, an wen dann? Ja, an Herrn Weser, dem bin ich mal begegnet. Und ich bin sicher, dieser Junge ist vorher noch nie jemand begegnet, der ihn so angeschaut hat. Wenn es darum geht, wahrzunehmen, welche Situation im Raum steht, ja? Spannung, Druck, Ärger, Vorwürfe, Rückzug, Unsicherheit, dann werde ich oft gefragt, ja, wenn ich das erkenne, dass es im Raum ist, wie kriege ich denn raus, ob es jetzt meine ist oder die vom Gegenüber? Ja. Und das kann jetzt beim Klienten sein, das kann beim Mitarbeiter sein, beim Sohn, bei der Tochter, wo auch immer, in jeder Beziehung wieder. Wie unterscheide ich das, dass es meins ist oder dem anderen seins ist? Das hat mich lange bewegt im Coaching, in der Begleitung von Menschen. So. Und ich habe für mich beobachtet. Es kommt jemand die Tür rein, setzt sich hin und ich spüre Spannung. Und dann habe ich überlegt, ist das seine oder meine Spannung? Ist das ihre Wut oder ist das meine Empörung, die auf einmal da ist? Warum machst du immer so Jobs? Warum ziehst du dir immer solche schwierigen Situationen rein? Ja, was ist los mit dir? Und dann war immer wieder die Frage, lange Zeit, ist das ihrs, seins oder meins? Bis ich gemerkt habe, dass ich in Gedanken bin. Und dass ich nicht auf der Erfindungsebene bleibe. Wie die Person reinkam, habe ich sofort eine Reaktion gehabt von Wut, von Unruhe, von Spannung, von Stress, von Widerstand. Und wenn ich aber sage, da ist Widerstand in mir, dann bleibt der Raum groß. Das ist wieder, da ist. Da ist Widerstand da. Oh, wessen Widerstand ist das? Seiner oder meiner? Und ich bleibe getrennt. Diese Situation wieder verstehen zu wollen. Ich muss jetzt, um weiterzuarbeiten, wissen, dass es ihrs ist oder meins, führt mich in die Abtrennung. Sofort bin ich vielleicht da, wieso kannst du jetzt aggressiv sein oder ärgerlich oder traurig oder vielleicht ohnmächtig dich fühlen? Ja, trennt mich ab. Ich kann ihn nicht wirklich begleiten. In dieser Abtrennung. Aber wenn ich sage, aha, da ist Ohnmacht. Ich mache mir keinen Gedanken, warum ich spüre eine Ohnmacht. Da ist Ohnmacht. Aufatmen wie von selbst. Und dann kann man zum Beispiel erleben, was ich immer wieder erlebe, dass die Person es auf einmal ausspricht. Oder ich gegebenenfalls sage, ich spüre gerade nur Ohnmacht.
Das ist ein Wagnis. Also für mich heute nicht mehr. Aber früher war das am Anfang oder wie ich davor noch so rumgeprobiert habe, war das ein totales Wagnis, zu sagen zum Klienten, der doch Hilfe will, ich spüre nur Ohnmacht. Dann irgendwann habe ich es gesagt. Und diese Person in dem Moment, genau, es war im Raum. Und das, darauf zu verzichten, diese Aktivität des Hirns, ich muss es verstehen. Ja? Unser Verstand, unser Ego, unser Kopf will es genau präzise verstehen. Die Seele leicht nicht. Die Seele will nur Raum und Beziehung. Und dann kann es sich bewegen auf Lösung hin. Ja? Wenn ich auch aus diesem Raum, der eigentlich frei sein will, meine Verkleisterung herausnehme. Ich sehe da immer so, als wenn vielleicht, ich habe da dieses Bild von diesen alten Fliegenfänger, die so an der Decke gegangen haben, so ganz geklebt haben wie die Sau. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich da noch gucke, ist es meins oder seins, dass ich so einen Fliegenfänger quer durch den Raum klebe und die freie Bewegung auf Lösung hin ist nicht mehr möglich. Ja? Also lasse ich das mit den Fliegenfängern und bewahrheite einfach das, was ich spüre. Da ist Druck. Der zeigt sich in mir als Coach zum Beispiel, da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung, wie kommst du jetzt zu einer Lösung und wie öffnest du jetzt einen Raum? Nein, da ist Druck. Boah, ruhig. Zustimmung zum Druck, der vorhanden ist und aufatmen beim Gegenüber. Irgendwann kam ein Mann zu mir, der saß mir gegenüber, das erste Mal. Und er sagte, mit mir kann man nicht arbeiten. Ich bin völlig dicht. Ich war zigmal in der Psychiatrie. Ich habe ganz viele Therapeuten gehabt. Mit mir kann man nicht arbeiten. Ich bin völlig dicht. Ja. Großer Kerl. Und ich sagte zu ihm, nichts anderes. Willkommen mit deiner Dichtheit. Und dieser monolithisch zune verschlossene Typ erlebt das erste Mal. Haben wir später drüber gesprochen, viel später. Dass er gesehen und genommen wird, wie er ist. Nichts irgendwie, kein Aber. Willkommen mit deiner Dichtheit. Und dieser völlig dichte Typ fängt an zu weinen. Aber die Dichtheit, ja, war für mich im Raum. Weil ich weiß, auch wenn ich die Familie überhaupt nicht kenne, oh, Dichtheit. Papa, Opa, Großvater, überall. Er ist ein Ausdruck des sozialen Mobiles. Es ist niemals seine Dichtheit alleine. Niemals. Das ist eine Illusion. Und jeden, den ich gefragt habe bisher, kannst du das, was du bisher als deines begriffen hast, zum Beispiel immer diesen Jähzorn oder diesen Widerstand oder das Gefühl, ich reiche nie. Wenn ich mal umschaust, zu den Menschen, woher das Leben zu dir gekommen ist, ja? Wo kannst du das noch sehen? Es werden immer welche gesehen. Das ist sehr spannend. Willkommen in einer anderen, erfahrbaren Realität. Weiter. Verbindung. Was eben nur mein Schlimmes war. Manche bestehen drauf. Weil mit meinem Schlimmen bin ich besonders. Ja. Hab ich mal zwei Omas erlebt, ja, die miteinander gesprochen haben bei mir im Hof. Die eine sprach davon, ach, mit meiner rechten Hüfte, das wird wohl überhaupt nichts mehr. Der Arzt hat gerade erzählt, und eine ganz besonders schwierige Arthrose und so weiter. Und die andere sagt, ja,
das ist ja gut, ich habe es an beiden Hüften. Ja? So bestehen wir oft auf unser Leid. Und dann ist Leiden gewollt, weil ich besonders bin, mehr bin, größer bin, statt lösen. Nun ist es ganz oft so, dass die Überschreitung von den uns vertrauten Begrenzungen, die uns Sicherheit geben, die uns Orientierung geben, aha, das bin ich, ja. Identifikation macht uns Angst, oft. Weil es ist so, als wenn unser Ich-Gelände, an dem ich mich erfahre, erlebe, das mir Sicherheit gibt, sich auflöst. Und dann gibt es Aussagen wie, ja, dann löse ich mich ja auf oder dann verliere ich ja den Boden in den Füßen. Ja, dann gibt es mich überhaupt nicht mehr, ja. Ja. Weil wir daran so gebunden sind, über die Identifikation, über die vielen Dinge, die uns an die Hand gegeben wurden, wie es gemacht wird, was gemacht wird und die vielen Dinge, die wir auch in diesen festen Strukturen selbst entwickeln mussten, um damit einen Umgang zu finden. Ja, so. Ein Kind, das zum Beispiel erlebt von außen, sei nicht so laut, dem Papa geht's nicht gut oder der Mama geht's nicht gut oder mach's uns nicht noch schwerer, als es schon ist. Das Kind wird von außen durch die Not der Eltern, ja, wieder weit schauen. Wenn wir den Kopf schütteln, schauen wir nicht weit. Dann denken wir wieder nur, ach, das ist unmöglich, weit schauen, auch die Eltern. Und dieses Kind, das bekommt von außen klare Orientierung, nämlich zurück, halt dich unten, sei ganz freundlich oder sei lieb, du hast es ja prima, alles, was du brauchst, ist da. Und dieses Kind, das aber von niemandem gesehen werden kann, darf sich selbst nicht leben. Das heißt, es muss sich selbst, sein Wesen zurückhalten, unterdrücken. Und damit findet es einen Umgang. Ja, so. Oft, indem es tatsächlich auch zum Retter, sage ich mal, aufsteigt der Familie. Was zum Beispiel dazu führt, bei mir war es so, als der kleine Retter der Mutter, die schweres Leid hatte, dass ich später Sozialarbeiter geworden bin. Wir bleiben die ewigen Retter gegebenenfalls. Da fällt mir ein, ich habe eine Seminarreihe mitgemacht als Lehrer in Brasilien. Das waren Gruppen von 80, 90 Leuten. Und das waren alles Leute, die im juristischen Bereich gearbeitet haben. Also Mediatoren, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter. Und da hat einmal eine Staatsanwältin gesagt, ich würde gerne verstehen, was mich in meinem Job bewegt. Und ich fragte sie, was könnte es zum Beispiel sein, was dich bewegt? Da sagte sie, bin ich ein Rächer? Oder bin ich der ewige Retter? Was bewegt mich in meinem Tun? Und das war eine Frage, die bis ganz tief in ihre Kindheit sich in dem weiteren Prozess offenbart hat. Denn wenn man als Kind schon der Retter für irgendjemand Großes sein muss, dann entsteht daraus eine Identität. Daraus entsteht auch eine Wahrnehmung. Nämlich, alles okay, ist die Mama lächelt, prima, Papa
warum kommt er so spät? Ach, jetzt ist er ja da. Und der guckt so ernst. Papa, ist alles okay? Ja, ja, alles okay. Das heißt, immer Witterung als Kind schon. Gell? Wie muss ich mich verhalten, zurücknehmen? Muss ich vielleicht singen, weil die Mama so traurig guckt? Ja, ständig. Und mit dieser Wahrnehmung werden wir erwachsen. Ja? Was ist denn los mit dir, Johann? Elisabeth, was bewegt dich denn? Du guckst so ernst. Ja? Ständig auf Witterung. Und ständig Jein sagen, wenn wir um was gebeten werden. Weil wir retten immer noch unbewusst unsere Welt. Die Welt, die am Anfang die Eltern waren. Die innere und äußere Welt. Und wenn die nicht mehr da wäre, da schwingt die Todesangst hin. Auch noch als Erwachsene. Und wieder ist es die Weitung der Wahrnehmung. Die Möglichkeit, über die bisherigen Limitierungen, Glaubenssätze, Lebensgefühle hinauszugehen. Und erstmal ist es vielleicht nur ein Kopf, ein Gedanke im Kopf, hat noch nichts, schwingt noch nicht in uns hinein, als eine ganzheitliche Erkenntnis, möchte ich mal sagen. Die Erkenntnis im Kopf, du hast das alles überlebt. Das war schwer, da gab es schreckliche Sachen, da wurde ich nie gesehen, da habe ich nie genügt, da musste ich immer kümmern. Ich habe das alles überlebt. Und ich bin jetzt da, als Erwachsener. Und mit diesem Dasein und mit dieser besonderen Kraft, sage ich mal hinter mir, es überlebt zu haben, ja, kann ich auch in den Schritt gehen, zu sagen, okay, mit dieser Kraft im Rücken werde ich jetzt Dinge, die ich früher halten musste, verlebendigen. Da, wo ich immer schon damals in die Deckung gehen musste, werde ich jetzt ganz bewusst irgendwie einen Moment länger spüren. Und dann vielleicht das oder schaue noch ein bisschen über die Deckung hinaus, um das, was ich halten musste, auch körperlich, seelisch, zu lösen, zu verlebendigen. Das ist wieder ein wesentlicher Aspekt auf uns selbst hin, weil wir dann auch in die Tiefe zu uns selbst, zu unserer Quelle hin, mehr und mehr fühlen und tasten können. Weil vieles Gehaltene sich lösen kann. Die weitestgehende Freiheit, die ich kenne, ist das, wo ich vorher dagegen war, das, wo ich vorher fixiert war, das, wo ich vorher unterdrückt habe, ausgeblendet habe. Das anzuschauen und dem in seinem Vorhandensein zuzustimmen. Das ist was völlig anderes als die normale Zustimmung. Ja, das ist gut, dem kann ich zustimmen. Aber das ist schlecht, das geht überhaupt nicht. Jetzt merke ich in mir, das geht überhaupt nicht. Und ich schaue dahin und stimme dem zu. Verrückt, ja, aber wirksam. Weil es tief in uns hineinschwingt. In mir ist ein Nein und ich nehme das Nein dazu. Ja, da ist ein Nein. Auf einmal spüre ich, wie es weicher wird. Und so erlebe ich, dass die größte Freiheit das ist, für mich, das, was sich zeigt, was vorhanden ist, in seinem Vorhandensein anzuerkennen. Okay. Ja. Puh. Das auch. Symptom. Das auch. Verbaler Angriff. Puh. Das auch. Spannung. Ja. Und diese Situation ist
etwas anzuerkennen oder die Dinge anzuerkennen, wie sie sind, hat eine besondere Kraft. Weil wir dann nämlich wieder aus der Fixierung heraustreten, wo wir nichts anderes erkennen, auch 1000 Möglichkeiten nicht mehr haben, auch nicht sehen können, welche Blumen an diesem Wegrand stehen, die ich aber nicht sehen kann, weil ich so schaue. Und die vielen Dinge, die wir als Belastung sehen, die wir nicht haben wollen, die wir einfach ablehnen, vielleicht auch mit Empörung, das geht überhaupt nicht, sind letztlich Dinge, an denen wir stoßen, auch Dinge, die uns binden, die uns bannen im Dagegensein, die uns aber auch genau die Möglichkeit geben, die Erfahrung zu machen, darüber hinauszugehen. Zum Beispiel, ja Joel, da ist Widerstand, überall. Und dann sehe ich den Widerstand auch beim Gegenüber, bei meinem Chef oder bei dem Schaffner, ja, der ungeduldig darauf wartet, bis ich meine Fahrkarte gefunden habe. Ja, so. Wir haben in all den Situationen, in denen wir im Widerstand sind, die Möglichkeit, das quasi zu üben. Aber es ist kein Üben im Sinne von Wiederholen, sondern es ist ein gegenwärtiges Dasein, wo ich meine Haltung zu dem Geschehen jetzt verändere. Und dann machen wir eine neue Erfahrung. Das hat Riesenbedeutung. Und wichtig ist auch, dass eben diese Freiheit, wo wir oft nach außen schauen, nicht zu finden ist, wenn sie nicht im Inneren auch entsteht. Zum Beispiel durch dieses Schauen. So wie auch der Frieden in uns beginnt. Und nicht, indem wir empört in eine Fixierung gehen und irgendwie gegen das eine oder das andere sind. Ja, da sind wir außer uns. Wir haben keine andere Qualität zu bieten in diesem Außer-uns-Sein, als diesen Wahnsinn, menschlichen Wahnsinn, zu fördern. Es gibt nichts, was wir im Außen im Frieden unterstützen können, wenn wir in uns getrennt sind, in dem und dem oder von uns selbst. Also die Freiheit und den Frieden findet in uns statt. Und das schwingt immer auch ins Außen. Aus der Einheit kommend, in der Mutter, sind wir irgendwie auf die Welt gekommen. Und damit fing aber auch die Trennung an. Herausgefallen aus der Einheit, aber mit dem ersten Mama gibt es die Trennung, ein Gegenüber. Dann gibt es aber auch mich. Dann entwickelt sich das Ich über die Trennung, aber in der Beziehung. Beziehung ist Wachstums-, Heilungs- und zutiefst sinnstiftend.